Hallo und herzlich willkommen zurück bei Monster Hunter World. Wir haben es in den letzten zwei Folgen Rathalos und Diablos erledigt. Wobei Diablos schon heftig ist. Dann war dieses Schiff schon immer da oben? Irgendwie bin ich mir jetzt echt ziemlich unsicher, ob das schon die ganze Zeit da oben war. Verdammt. Also bin ich verpeilt. Und zwar geht's drum. Kurze Lagebesprechung. Der Schwertmeister. Meister der Jagd. Und zwar geht's drum, der Soramagdaros hat sich von seiner Todesstätte entfernt. Und was sind hier für welche? Sanfte Vierer, Fünfer, Bro. Ach, das ist der. Und zwar hat er sich, ist er eigentlich hergekommen, um zu sterben. Im Tal der Verwesung. Wurde dann aber durch irgendwas weggelockt. Wir wissen noch nicht was, warum oder sonst irgendwas. Jedenfalls speichert er massig Energie, geht dahin, stirbt weg und tut das ganze Ökosystem fördern. Durch seinen Tod, durch die ganze Energie. Problem ist bloß, wenn der Spacko sich weglocken lässt und irgendwo auf der Insel, beziehungsweise in irgendeinem Strom oder so explodiert, wo er hin will, sind wir alle am Arsch. Das heißt Monster Hunter Game Over. Und das wollen sie jetzt eben verhindern. Natürlich, komischerweise, jetzt wo ich das rausgefunden habe, ist zufällig dieser Schiffsfuzzi wieder zurückgekommen. Ah ja, übrigens, das ist meine neue Bude. Die habe ich euch noch gar nicht gezeigt, oder? Ist der Schiffsfuzzi, den wir mal losgeschickt haben, zurückgekommen, um Vorräte zu holen. Der hat dann auch zufällig eine riesen fette Würfernkanone dabei. Man, Standard, ne? Wer hat ihn nicht dabei? Füllen wir auch auf. Ja, den mit. Oh cool, so kann ich das austauschen. Geil, Geilomat, Mann. Geilomat. Schießpulver lassen wir da, brauchen wir nicht. Donnerkäfer brauchen wir auch nicht. Fass schmeißen wir auch weg. Maxi-Trank, nehme ich den mit? Ach, den nehmen wir mal mit. Fass brauchen wir weg. So habe ich jetzt dann alles. Ah, nein, 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 das geht nicht, das geht nicht. Ich habe keine normale Tränke mehr, ne? Ach, scheiß drauf. Scheiß doch der Hund drauf! Und jetzt bin ich gespannt, was abgeht. Und bei mir spinnt die Katze rum. Juhu! Oh fuck, die hat voll den Dachschaden. Also, wenn ich während der Aufnahme sterben sollte, dann ist es die Katze gewesen. Alter, dieser irre Blick. Geh weg. Gut, labern wir nochmal mit dem Kommandanten und gehen dann zu unserer Wildexpertin. Kommandant. Wenn ich so recht überlege, kommen wir mit unserer Forschung erst so richtig voran, seit die fünfte hier ist. Achtung, ich klopfe mir gerade auf die Schultern. Hört man das? Wahrscheinlich nicht. Ich hatte gehofft, ihr wärt den Tritt in den Hintern der Kommission, der nötig war, um voranzukommen, aber ihr seid noch viel mehr. Ja, und wir sind noch viel besser wie ihr. Ihr seid eine richtige Naturgewalt, ha! Nein, ich bin eine richtige Naturgewalt. Jetzt kommt's mal erst, redet ihr von allen. Ich werde mir einfach mal selbst dafür auf die Schulter klopfen, dass ich so klug war, euch hierher zu bringen. Was? Du kleiner grauhaariger Bastard. Hör mir zu. Die Zeit läuft uns davon. Du musst zum ewigen Strom. Was zu tun ist, besprechen wir vor Ort. Viel Glück. Möge der Saphirstern dir den und Weg. Möge der Saphirstern unseren Weg erhellen. Deinen, meinen und den der Gilde. Und den allen anderen. Und Michael Jackson. Ach, was weiß ich. Ich glaube nur Scheiße. Hihi. Oh, Gummianon. Gehen wir mal zu Wildexperti. Die will du bestimmt was. Nein, dich ignoriere ich jetzt gekonnt, du. Du wirst eben bloß oder Scheiße verkaufen. Ah, verdammter Mist. Ich will wissen, was die jetzt hat. Hey, du bist aber genau der Jäger, den ich gesucht habe. Ich arbeite an neuen Spezialwerk. Oh, Scheiße. Kann ich dich überreden, dich für die Quest Neue Definition des Machtpaars zu melden? Ich habe das Versorgungslager gebeten, mir nach Abschluss der Quest zurückzulegen, was ich brauche. Kümmere dich bitte bei der Gelegenheit darum. Was? Ihr wollt mich verarschen, oder? Soll ich die einzeln erledigen oder beide in einer Quest? Also ihr wollt mich verarschen. Ich meine, Rathalos will ich wahrscheinlich sowieso nochmal platt machen, weil ich die Rüstung haben will. Aber komm schon, beide zusammen?
Dämliche Penner. Was willst du schon wieder? Bist du interessiert daran, für die Kantine weitere Zutaten zu beschaffen? Das wäre was. Kümmer dich um die Quest Fleischangelegenheit, dann wird das Menü so fleischig, dass auch das Gemüse blutet. Ich hasse Gemüse an sich schon, aber bluten? Du willst Fortschritte, du willst Ruhm, dann bring mir die Sachen, lass mich nicht hängen. Miau, miau. Fleischklumpen, was zur Hölle, Fleischklumpen, was zur Hölle. Geld bezahlen, Das mache ich Verteidigung hoch. Ja, ja, Schnauze. Das habe ich beim Diabolus so dermaßen bereut. Bevor wir in die neue Welt aufgebrochen sind, habe ich zu meinem Vater und Großvater gesagt, ich werde Feuerwehrmann. Ach nee, Alter, ich werde das Buch zur Küche der neuen Welt schreiben. Ich finde jene Frucht, Nuss und jedes Gewürz und katalogisiere alles. Hä? Natürlich haben sie gelacht. Sie haben genickt und gesagt, mach mal und löst dazu noch das Rätsel der Ältestenwanderung. Wann höre ich denn die aufgeregten Geschichten, warum du hier bist? Los, Partner, ich sterbe vor Neugier. Sag mir den Grund. Hä? Ach so. Ach, was ich hier will. Ruhm, Reichtum, der Drang zu jagen, Piraten, Mörder, jemand Besonderes. Aha, ich weiß, Essen. Es ist Essen, nicht wahr? Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, aber eines Tages Essen und Trinken mir ausgiebig und dann wirst du es mir verraten. Man, er kann jetzt sprechen, der hat das ganze Spiel über nichts geredet, Mann. Oh, Alter, wie viel labert ihr noch? Unsere Ballisten und Kanonen waren für den Sauramagdaros eher ein Ärgernis als ein Hindernis. Nichts als ein lauter Insektenschwarm. Aber der Kommandant meint, das ist genau das, was wir brauchen. Niemand will mit lauten Schwärmen zu tun haben, egal was und für welche. Ich glaube, das gilt auch für riesige herumlaufende Vulkanmonster. Jo, klar, nee. Wir müssen dem Zora nur einen schönen, stressfreien Weg statt des lauten und schwärmigen präsentieren. Nichts kann dafür brauchen wir alle, aber wir schaffen es. Wir werden das größte Ärgernis sein, dem dieses Lava-Fondue-Monster hier begegnet ist. Lava-Fondue. Ach ja, der. Irgendwann muss ich der mal beibringen. Oh, was ist das für ein Gebiet? Ist das ein neues Gebiet? Andere Monster, Banos. Wer zur Hölle war Banos? Warte, der Stachelfuzzi war Banos, oder? Ha. Scheiß drauf. Ja, Quest annehmen. Gutscheine haben wir ja jetzt noch drei. Da habe ich gestern zwei Stück benutzt. So. Bereiten wir uns darauf vor. Wie kann ich Gesten verwenden? Oh, scheiße. Toll, jetzt wollte ich irgendeine Geste machen und dann ist der schon bereit. So. Bereiten machen zum Aufsitzen. Die Jagd kann beginnen. Na komm. Komm. Dubi. Oh, jetzt habe ich 8 Minuten mit Labern verbracht. Ey. Was geht noch? Die labern einfach zu viel, die Penner. Neues Lager aufschlagen. Wenn der Gebiet in der nächsten Nähe ein Lager aufgeschlagen wird, ja. In Ordnung. Gehen wir den Einsatz durch. Die unterirdischen Kanäle, die der Sauramagdaros benutzt, gehen ziemlich tief hinunter. Wir haben einen Versuch, ihn hier umzulenken, wenn er auftaucht. Wenn wir ihn entkommen lassen, ist er für immer außer Reichweite. Und deswegen hole ich die großen Waffen raus. What the fuck? Wow. Das ist der Drachenspeer. Damit wehren wir den Sora ab und lenken ihn auf die offene See. Der Speer ist doch breiter. Das wird uns mit voller Wucht treffen. Entschuldigung. Ihr müsst ihn also weich klopfen und auf Distanz halten. Seid unnachgiebig. Habt ihr verstanden? Ja, klar. Noch eine Sache. Der Nergigante dürfte auch auftauchen und uns in die Quere kommen.
Wenn das passiert, dann müsst ihr ihn stoppen. Der gesamte Einsatz hängt davon ab, ob ihr das hinkriegt. Ich zähle auf euch. Herr Stufe raus. Melde dich, wenn der Nergigante im Anmarsch ist. Der Sora kommt. Bewegung! Nutzt alles, was euch zur Verfügung steht. Ich will überall aufladen. Kämpft mit Courage und Köpfchen. Jäger, wir müssen den Sora Magdaros schwächen. Gebt alles, wenn ihr auf seinem Rücken seid. Okay. Störe die Kerne, um ihn zu schwächen. Oder lasse ein paar von den Stalaktiten auf ihn fallen. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Wir haben die Stalaktiten mit Schießpulver präpariert. Benutze deine Schleuder, um sie zu sprengen. Ich schmeiß mich jetzt vielleicht mal ab oder so. Hä? Sei vorsichtig! Oh, ich kann einfach loslassen. Okay, du bist auf dem Panzer des Sora. Zerstöre die Magmakerne, um den Sora Magdaros zu schwächen. Was hat... Der Erfolg des ganzen Einsatzes hängt davon ab, ob wir es schaffen, das Monster genug zu schwächen. Magma-Kern gefunden. Ah, fuck, jetzt bin ich genau reingerollt. Oh, scheiße, zieht es viel ab. Und weg. Oder? Ja, ja, ja. Hey, Partner. Was zur Hölle? Was ist jetzt passiert? Ja, so ein Scheißdreck. Flugstation. Ich bin doch ausgewichen. Hä? Los, los! Ah, okay, das gibt auch einen Rundumschlag. Nein, 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 nein! Ah, fuck you! Boah! Ey, so weit! Ihr wollt mich doch gerade verarschen. Halte nicht zurück! Kann ich das jetzt wohl hier treffen? Ich hab keine Ahnung. Ich blicke gerade überhaupt nicht. Boah, das ist doch. Das ist doch ein scheiß Witz jetzt gerade. Jetzt macht das Ding endlich. Was für Stöße? Magma-Kern zerstört! Gute Arbeit! Suche den nächsten Magma-Kern! Nein, er wird hier gefördert. Irgendetwas passiert mit dem Panzer! Der Magma-Fluss verändert sich! Ausgezeichnet! Jetzt wird es Zeit, ihn zu zähmen! Jäger bleibt auf eurem. Was heißt zu zähmen? Ich hab jetzt. Sind die Binder bereit? Bereit zum Einsatz, alter Mann! Oh fuck! Nein, er brennt!
Ja, leck mich, Alter, ich habe gerade mal einen Kern zerstört. Wollt ihr mir jetzt erzählen, dass die jetzt schon so weit sind? Alter, da muss lang gehen. Alter, geh weg. So viel Zeit muss sein. Ah, cool, da geht's noch. Da hinten ging's eh nicht weiter. Wow. In Ordnung. Bin da bereit. Ja, macht der jetzt was? Der Zora macht das, wurde festgebunden. Willst du mich verarschen? Natürlich ist er das. Jäger halten euch bereit zum Abfang. Der Gigante, da oben auf dem Panzer. Los! Oh, verdammt. Nutze, was du kannst. Nein, in den Wandel. Und? Ja, das gehen ab, ey. Nein! Lapteros ändert seine Position! Er versucht aufzustehen! Haltet euch bereit für den Schock! Lasst euch nicht abschütteln! Oh! Geht's dir gut? Hä? Der Sora Magdaros fängt an, sich aufzubäumen! Jäger, macht weiter! Es liegt an euch! Ihr müsst ihn wieder... Warum war ich jetzt weg? Hä? Ach komm, ich hätte doch das Ding fast gehabt. Hä? Was geht denn ab, Mann? Da drin ist doch nichts. Kann ich dann aufklettern? Warum geht es nicht? Kann mir einer verraten, was hier abgeht? Okay, da geht's auch nochmal runter. Auf mich ständig anzuschreien. Ich blicke hier gerade überhaupt nicht durch. Oh Mann. Der Energikante hat den Rückzug angetreten. Hä? Ein Problem, um das ich hab doch noch nichts gemacht. Setz den Einsatz fort. Boah, fuck. Ja, was heißt jetzt den Einsatz fort? Warum bin ich zurückgesetzt worden? Ich hätte doch fast dieses Scheißding zerlegt. Okay. Jetzt kotzt mich gerade richtig an, dass ich bloß ein so ein Ding besitzt zerstört habe. Fangt ihn an der Barriere ab. Jäger, zerstört die Magma-Kerne. Wir müssen das Ziel weitersprechen. Ne, das ist ja kein Magma-Kern, das ist ja...
Okay, weiter. Was ist das, Blut? Blut oder Glut? Ah, ich bin wieder da, wo der Stein war. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da ging es dann hier rauf. Da war er. Jetzt geht's dir an den Kran. Oder mir geht's an den Kran. Und wieder runter. Kurz Anlauf. Jetzt kann ich hoffentlich zerstören. Oh, weiter. Hopp, 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 hopp. Ah, das hat sich gemeint mit, der Lavastrom hat sich geändert. Ach, scheiß doch jetzt auf das Zeug, was da rumliegt. Wäre denn mehr gegangen, aber ich hab doch nicht mal was gemacht, Mann. Hä? Na gut, jetzt müsste ich dann hier rum können, glaube ich. Oder bin ich hier rum gelaufen? Ich hab keinen Plan, Mann. Achtung, Feldteam! Das letzte Gefecht beginnt! Jäger, es ist mir egal, was es kostet. Ihr müsst den Soramak daraus so weit wie möglich schwächen. Das ist die letzte Bastion. Es gibt keine zweite Chance. Alles ist verloren, wenn der Sora die Barriere durchbricht. Ich finde nicht mal den nächsten. Okay. Hier drüben. Da sind Kanonenkugeln. Halte nicht zurück. Wo ist eigentlich meine Katze? Okay. Nochmal eine. Wo ist meine Katze? Wo ist der da vorne? Ne, das sind einfach nur andere Spackos. Und Feuer. Voll in die Fresse, Mann. Da hinten ist er. Ach, der hat die voll gemacht. Geil. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Das mit dem Gigante verstehe ich bis jetzt immer noch nicht, aber okay. Nein, nicht angreifen. Böser Soramak daraus. Ja, was soll denn? Steht er da nur ein Schaublöd oder was? Warte da drauf, dass ich ihn abknall. Feuer! Der tut da drüben auch aufladen. Geil. Oh Mann, ich hab keine Kanonenkugel mehr. Feuer. Wie viele sind drin? Zwei. Hä? Alter, was ist das für eine Barriere, dass das überhaupt zu aushält? Für einen Drachenspeer? Nein, 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 nein. Ah, meine Katze agiert selber? Gib alles, was du hast. Ah, jetzt kommt er. Und eins geht noch. Ob der braucht bloß einen Schuss, bevor er zuhaut. Doch nicht. Hau rein! Scheiße, doch nicht. Katze, hör auf rumzumaulen. Hau die Kugeln rein.
Jetzt müsste gleich leer sein. Ja, jetzt ist leer. Nein, 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 nein! Feuer! Ach gut, die machen auch einen Job. Hä, was zur Hölle macht denn die Katze? Das heißt, die andere, die ist auch voll. Oh, Kumpel, hau rein! Oh scheiße, beug dich nicht zurück. Ein Bug des Schiffes, wie komme ich zum Schiff? Gut, laufe ich einfach mal in die Richtung. So, so. Hallo? Gut, machen wir einfach mal platt um. Was? Was heißt doch lange nicht? Ey, ja, mecker halt ein wenig rum, oder? Der Sora mag darauf lädt Energie auf. Oh nein. Ach, scheiße. Der kommt jetzt aber nicht mit einem Schlag durch die blöde Wand, oder? Okay, passt schon, passt schon. Das wär's jetzt gewesen mit einem Schlag durch. Oh, aber die ganzen Kanonen sind im Arsch. Bitte sag mir, dass man den Angriff irgendwie aufhalten kann. Keine Ahnung, ich feuer jetzt erstmal. Was geht denn? Du scheiß riesiger Godzilla, hör auf mit der Kacke. Drei. Sind der noch eins? Und ich nochmal eins. Okay, alle Kanonen sind freigegeben, das heißt. Okay. Feuer. Warum sind hier Kanonenkugeln? Werden die aufgefüllt nach der Zeit? Kann ich den eigentlich auch hauen? Scheißegal. Die werden wirklich wieder aufgefüllt, so ein Mist. Ja, ich bin ja schon da. Voll in die Fresse! So könnte ich den Angriff stoppen wahrscheinlich. Jetzt ist er stinkig. Oh, hier ist keine Balliste mehr. Voll ins Gesicht, Mann. Die Barriere hält noch durch. Ach, der schießt auch. Voll. Los geht's. Nicht ducken. Ah.
Ja, zu dritt aufladen geht um einige schneller. Okay. Und jetzt ist er bereit. Oh komm! Really? Hey, schau nicht so böse. Wir versuchen dich bloß umzubringen. Beziehungsweise abzulenken. Ist die voll? Und Feuer! Nicht ducken! Nicht ducken! Sehr gut. Und wieder auf die andere Seite. So bist du halt bei, so bist halt zu viert oder sowas, bist halt da viel besser im Vorteil. Ne, die laden noch. Feuer, Feuer, Feuer! Dann abfeuern. Es ist vorbei. Achso, ich dachte, der traut erst erinnert. Ja. Ach, nur 40 Jahre. Ja. Großvater? Also, bereit für die Heimreise? Was? Wer zur Hölle ist jetzt das? Okay. Pleura, Pleura, Hitzeschuppen, Pleura, Kamm, Belobigung, Erz, Hitzeschuppen, Knochen, Magma. Und ich bin nur einmal gestorben. Weil der Scheiß so viel aushält. Leider den Song, der Magda, was ab, Farbe deiner Rüstung. Du kannst jetzt über die Objekte nur die Farbe deiner Rüstung verändern. Geil. Rüstungsteil ist jetzt eine neue Verbesserungsstufe verfügbar. Du kannst jetzt deine Rüstung jetzt noch weiter verbessern. Oh, cool. Stark. Stark. Katze, schau mich nicht so an. Ich versuche hier nur bescheuert zu sein. Oh, darauf muss ich kurz was saufen. Oder trinken. Ach ja. Ah, das wird nur die Hälfte von der Geschichte sein. Das weiß ich jetzt schon. Hallo? Hä?
Beutezug abgeschlossen. Hey, wo bist du? Hier bin ich. Ja. Ja gut, hier beende ich die Folge. War ja eine epische Schlacht, wobei ich am Anfang halt überhaupt nicht durchgeblickt habe, was eigentlich wieder abgeht, Mann. Und ich meine, wir haben ja auch den Nergigante abgewehrt, ohne dass wir irgendeinen jemals gesehen haben. Hat also funktioniert, was ich geplant habe. Nix Schmarre. Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Ich bin echt gespannt drauf, weil der Typ da am Schluss, irgendwas stimmt da nicht ganz. Das war, ja, vor allem der explodiert ja auch noch, der Zoramagdaros, soweit ich weiß. Die Explosion fehlt mir. Aber ich bedanke mich jetzt erstmal bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder beim nächsten Mal ein. Und macht's gut und Servus. Die neue Welt.